So, bereit? Ja. Ja, alles klar. So, was sagst du zum Spiel heute? Hervorragend. Wann haben wir das letzte Mal zu Null gespielt? Und Nürnberg ist ja eigentlich so ein Angstgegner, oder? Wohl wahr, wohl ja. wahr. Waren die letzten Spiele leider alle hier gewesen, wo wir verloren haben. Ja. Ja. Und heute, nicht so kalt für euch. Aber heute hast mit einem 0-5 hast du aber nicht gerechnet. Nee, mit einem 0-5 nicht. 0-4 wäre ja normal gewesen, weil wenn die eine Fanfreundschaft mit Schalke haben, dann müssen die auch 0-4 verlieren. Und geht's heute noch nach Hause oder bleibt Nein, ihr noch? Wir machen noch die ganze Stadt unsicher. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und kalt? Saukalt. Es war richtig kalt heute. Ja. Was sagst du zum Spiel? Hervorragend, Dito. Dito sagt man. Ja. Alle Tore gut? Super gemacht, oder? Ich stand mehr am Glühweinstand als woanders, aber bestimmt. War ja, ging nicht anders. Und ihr bleibt auch noch hier? Absolut, ich schließe mich den Kollegen an und es wird das ein oder andere Brauhaus aufgesucht. Dann noch viel Spaß heute. Herzlichen Dank. Alle Düsseldorfer bei mich bei. So, wer möchte anfangen? Was sagt ihr zum Spiel? Ja, haben wir nicht mit gerechnet, 5-0. Also ein Auswärtssieg haben wir uns erhofft, aber dass man dann 5-0 in Nürnberg zu Hause, ist schon großartig. Schon mega, oder? Mega, auf jeden Fall. Und das Wetter kalt? Kalt, aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ne? Also warm genug ist es. Warm genug ist es. Und heute bleibt ihr noch in der Stadt oder fahrt ihr noch nach Hause heute? Nee, wir sind seit gestern hier und fahren morgen wieder heim. Ja, sehr gut. Ja. Und die Damen, was sagt ihr jetzt zum Spiel? Ich fand's super. Es war erst mein zweites Auswärtsspiel. Insofern. Sie ist ja aus dem Glück gebracht. Ja, genau. Das wurde mir auch schon gesagt. Du darfst wieder mitkommen. Ich darf wieder mitkommen. Ja, okay, super. Ja, dann viel Spaß heute noch, ne? Ja, danke euch. Ciao. Die beiden sind doch dabei. Ihr seid dabei, alles klar. Okay. Wir sind also. Ein Club, Ultras 33. Ultras 33? Yes. Was sagt ihr zum Spiel? Sehr geil. Sehr geil, oder? Genauso geil wie Elversberg. Ja. Also 5-0. Hätte keiner mit gerechnet, oder? Doch, ich. Ja, hast du mit gerechnet? Die Jungs wollen unentschieden. Ich habe gesagt, wir machen die platt. Ja, siehst du, super. Und was meinst du, wer war der beste Spieler heute auf dem Platz? Mein Freund Vinny. Ja? Der war gut. Ja, der hat mir letzte Woche in der VIP-Lounge versprochen, der macht mindestens 2 Tore. Und wie geht es jetzt weiter für die Fortuna? Was meinst du? Also, wenn du die Jungs fragst, sagen die, zweite Liga ist schön. Ich sag, wir steigen dieses Jahr auf. Meinst du, schaffen die das? Auf jeden Fall. Direkt oder Relegation? Die haben die geilste Mannschaft seit, keine Ahnung, 6, 7 Jahren. Locker. Heute? 2. Platz, Direktaufstieg. Okay, das nehme ich. Und, war es kalt heute im Stadion? Ja. Fahrt ihr heute? Werbung mal. Ah, siehst du, sehr gut. Fahrt ihr heute noch nach Hause oder bleibt Nein, ihr noch in der Stadt? Wir bleiben noch. Ja. Wir sind gestern angekommen, fahren morgen nach Hause. Okay, super. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß heute noch. Dankeschön. Danke. Hallo. So. We are from the Fortuna Bros from YouTube. And, maybe I ask some questions. What do you say about the game? I did so fun and I was so enjoyed because my favorite player, Uchino, played the field. Yeah, so I was so excited. And the first time in Nuremberg? Yeah, yes. And today it was very cold. Yeah, right, so we some tea, okay? Yes. And do you like Fortuna? Yes, I love Fortuna. And do you stay here in Nürnberg? No. We are living in Tübingen. Ah, okay. And we are exchange student from Japan. So and we also the fan of the Tanaka. We want to okay. see Tanaka. Yeah. So this is Fortuna International. Yeah. Oh, yes. Okay, then thank you very much. Thank you. Du machst das. Das ist YouTube hier. Guck mal, das ist eure. So, bereit? Ja? Also, was sagst du zu diesem unglaublichen Spiel heute? Ja, wir sind ziemlich begeistert. Wir haben das nicht erwartet, weil wir in Nürnberg öfters nicht so gut ausgesehen haben. Aber dank der Unterstützung der jungen Bengels, nein, Spaß beiseite, es war sensationell. Die Mannschaft hat ganz klar das Spiel übernommen und verdient gewonnen. Also 5-0 hätte ja echt keiner mit gerechnet, oder? Nein. Und wer war der beste Spieler auf dem Platz heute? Ja, man würde dann natürlich immer sagen, dass der Typ mit den 3 Toren war, Vermeen auf jeden Fall. Aber ich finde immer Engelhardt am besten. Und wie geht's jetzt für die Fortuna weiter? Was meinst du? Ja, wir spielen auf jeden Fall um Platz 2 oder 3. Ja? Also meinst du, es wird vielleicht klappen mit dem Aufstieg? Könnte passieren. Ja? Und kalt heute im Stadion, oder?
Es geht so. Geht so? Hast du dich warm gehalten? Ja, wir sind Wintersportler. Okay. Und bleibt ihr heute noch in Nürnberg oder geht's wieder zurück? Wir bleiben in Nürnberg. Okay. Also Christkindlmarkt und so. Bisschen Zeit ziehen. Ja, wir hoffen, dass wir noch einen Tisch kriegen, was zu essen. Okay. Dann wünsche ich euch sehr viel Spaß dabei. Danke. Danke, ciao. Sind wir drauf? Okay, alles klar. So, was sagst du zu diesem unfassbaren Spiel? Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mit der Niederlage gerechnet. Ja. Also sonst sahen wir in Nürnberg nie so gut aus, oder? Nee. Fährst du sonst auch immer auswärts mit, oder? Wenn ich kann. Ich habe ein Kind und ich habe da meine Wochenenden so terminiert, dass ich in Heim spielen kann. Ich habe eine Dauerkarte. Aber das hat sich jetzt durch die Pause halt ergeben. Ja, jetzt sind wir spontan hier hin. Und wie bist du heute mit Kälte und Schnee klargekommen? Ja, muss, ne? Okay. Geht nie anders. Also, egal. Aber wenn wir 5-0 gewinnen, dann ist eigentlich alles andere egal, oder? Scheiß drauf. Und heute geht's noch zurück oder bleibt ihr noch? Nein, wir bleiben die Nacht noch, gehen gleich noch zum Christkindlmarkt und dann. So wie wir auch. Ja, super, dann treffen wir uns. Ja, dann treffen wir uns. Alles klar, viel Spaß noch. Danke euch. Danke. Sind wir drauf? Ja, aber da kann ich rauchen dabei und essen. Ja, klar, kannst du auch rauchen und essen dabei. Was sagst du zu dem geilen Spiel heute? Hammer, also ganz ehrlich, wir haben in Nürnberg nie so gut ausgesehen und dass wir heute mit dem 5-0 hingehen, mit der ganzen Anreise, mit dem ganzen Schneechaos, mit dem Busausfall, kann man einfach nur sagen. Ah, warst du heute im Bus? Ich war mit dem Bus. Und wie war das so? Ja, anstrengend, aber man weiß, wofür man es macht. Liebe geht raus an die Fortuna, an alle Jungs, die sich aktiv beteiligen an der Szene, ist einfach geil. Wir sind der geilste Club in Deutschland, mehr kann man nicht sagen, oder? Und wann seid ihr heute hier angekommen? Da muss jemand anders fragen, ne? Ich war nicht mehr ganz nüchtern. Okay, und was meinst du, wer war der beste Spieler heute? Boah, schwierig. Für mich aber einfach ein bisschen auch der Vermeil, weil er einfach jetzt echt einen Lauf hat, ne? Und das auch heute wieder geknipst hat, ist einfach super für ihn. Deswegen kann ich nur sagen, ich hoffe, es geht weiter so. Ich hoffe, wir packen den Aufstieg und ja. Glaubst du dran? Direkt Aufstieg oder Relegation? Hundertprozentig. Nee, nicht mal Relegation. Wir gehen auf die 1 oder auf die 2. Hundertprozentig. Wir holen uns das Ding. Ganz einfach. Und jetzt geht's wieder zurück oder bleibt ihr noch? Nee, jetzt geht's wieder zurück. Müssen wir mit den Jungs noch abklären, wann wir losfahren, aber. Aber mit so einem Sieg im Gepäck fährt sich bestimmt super zurück, oder? Dann macht's richtig Spaß. Dann wünsche ich auch ganz viel Spaß bei der Rückfahrt. Danke, ciao. Das ist ja Wahnsinn. So, Jungs, was sagt ihr zu dem geilen Spiel heute? Also, unbeschreiblich, aber gleichzeitig auch genial. Ich hab's gehofft, dass wir 2-0 gewinnen, aber wir haben es übertrieben heute. War geil, oder? Nicht geil, das war bombastisch. Also geil ist untertrieben. Und wie geht's weiter für die Fortuna? Ja, ich hoffe, dass wir aufsteigen und das wird auch so sein. Wir steigen auf HSV, wird alles verkacken, so wie gestern das Eigentor. Das war bis heute noch. Das ist das beste Eigentor der Welt. Und wer war der beste Spieler auf dem Platz? Heute? Ja. Im Endeffekt alle, aber im Endeffekt, was uns gut getan hat, ich kann nicht jeden Einzelnen aufsehen, aber die Sache ist, der Trainer wechselt, beziehungsweise der Schiedsrichterwechsel hat uns gut getan. Okay, und geht's heute noch zurück oder bleibt ihr noch in der Stadt? Nee, wir bleiben bis morgen. Wir sind schon gestern angekommen. Wir haben schon Nürnberg heute genossen. Und du? Bitte, ja. Bist du auch zufrieden? Sehr, ja, absolut. In Nürnberg mal zu gewinnen, das ist sehr selten. Also 3 Punkte in Nürnberg, top. Und die Ausschau auf das Heimspiel, was meinst du? Wir spielen jetzt gegen Kiel. Pokal, ich hoffe, wir kommen im Pokal weiter gegen Magdeburg und 3 Punkte gegen Kiel, wäre top. Okay. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß heute noch. Danke. Danke.